Hi Leute. So, bauen wir weiter an unserer kleinen, aber feinen Stadt hier. Wir können auch noch Plateaus bauen. Dann können wir unser Landgebiet quasi noch mehr erweitern. Das ist eigentlich ganz cool. Mit was reagieren denn Plateaus? Steinmetze. Ach so. Ah ja, da unten wäre ein Steinmetz. Würde uns 8 bringen. Hier oben kriegen wir halt gleich 10. Ich baue mal wirklich hier ein Plateau hin, weil dann haben wir mehr Landfläche. Kann man hier noch weiter bauen. Oh, wenn ich das hier hinbaue, wird das Plateau allein schon ziemlich viel bringen. Aber so würden wir mehr Landmasse generieren, was vielleicht die bessere Idee ist. Warum heben wir uns das Plateau nicht erstmal auf? Bauen hier noch ein paar Parks. Ah, Steinmetz. Gut fürs Plateau. Und jetzt, da hier ein Steinmetz ist, würde ich auch hier das andere Plateau noch hinbauen. So, noch ein paar Hütten. 7. Habe ich da nicht schon? Genau, 13. Okay. 8, 9. Oh, 11 hier. Okay. Immerhin. Nächstes Level auch schon wieder. Ein Ballon. Aha. Oh, den kann man überall hin platzieren. Tempel findet das nicht gut, aber alles andere findet Ballons gut. Wer mag denn keine Ballons? Warum sollte denn der Tempel keine Ballons mögen? 50 Punkte. Bam. Nicht schlecht. Jetzt muss ich echt mal schauen, ob es bei Mauern 2 verschiedene Seiten gibt. Nee, irgendwie nicht. Nicht wirklich zumindest. Ist ja noch ein Park. Oh, noch ein Schamanen. Da weiß ich jetzt schon langsam nicht mehr, wo wir die noch hinbauen. Oh, zum Beispiel hier. Das ist ja ein richtig guter Schaman. Dann können wir hier gleich noch eine Hütte dazu bauen. Die auch nicht schlecht ist. Ein Monument. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Das will in der Stadt platziert werden. Oh, das ist kein schlechter. Yeah, 63 Punkte. Bam. Cool, cool. Also das ist eine sehr coole Stadt, die wir hier haben. Muss man echt sagen. So viel Fläche auch und so gute Gebäude, die wir kriegen, das macht Spaß, hier weiterzubauen. Das macht echt Spaß. Ich meine, wir haben das Level nämlich schon lang geschafft. Aber so in die Passagen machen mir echt Spaß zu sehen, wie hier so die Stadt wächst so ein bisschen. Auch dadurch, dass es so zufällig ist, was man kriegt, auch so ein bisschen organisch. So, hier haben wir Wasserplateaus. Das heißt, wir können jetzt unsere Stadt auch ins Wasser erweitern. Eine Algenfarm, meinetwegen. Warum denn nicht? Mehr Stadtmauern. Ich, ganz ehrlich, ich platziere die Stadtmauern meistens eher ein bisschen kosmetisch und weniger sinnvoll. Also weniger Punkte sinnvoll. Weil die würden sehr viel bringen, wenn man die mitten in die Städte baut. Okay, ich glaube, ich baue jetzt einen Turm. 64 Punkte für den Turm. Das ist gut. Und hier oben hätte ich auch noch irgendwo Platz gelassen. Ja, aber da könnten wir noch ein bisschen nach oben ausbauen. Und das reicht auch schon für das nächste Level hier. Wandplateau. Ja, von mir aus. Oh mein Gott, so viele gleich. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Verdammt. Kann ich die auch aneinander bauen? Nee, nicht wirklich. Die müssen schon hier angebracht werden. Oh Mann. Kann ich gerade gar nicht wirklich brauchen eigentlich. Aber gut, jetzt können wir hier auch noch ein bisschen weiter bauen. Warum nicht? Jetzt kann man ja auf die Insel überwandern mit seinen Bauten mit der Zeit. Wenn wir so lange überleben. Man braucht natürlich immer mehr Erfahrungspunkte und es wird immer schwieriger, dass man das noch zusammenkriegt, was man bräuchte. Ist eh klar. Sonst wäre es ja ziemlich endlos, das Ganze. Guckt, jetzt wird es zum Beispiel schon knapp. Gerade hatten wir noch super viele Möglichkeiten. Jetzt wird es schon langsam knapp.
Deswegen baue ich jetzt hier mal für 58 den Turm. Dann haben wir sicher das nächste Level nochmal. Aber ob wir jetzt nochmal... Das war ein sehr guter Turm. Aber ob wir jetzt nochmal das nächste Level schaffen mit einem Brauereipaket... Na, könnte knapp werden. Geben die mir ein Brauereipaket. Und es lief so gut. Tja, das wird nichts mehr. Das Lager. Ich weiß wirklich nicht, wo wir auch noch ein Lager platzieren sollen. Ah, hier bringen wir aus irgendeinem Grund kriegen wir hier 22. Ja, meinetwegen. Immerhin. Nicht das schlechteste Lager. Hier können wir noch ein paar Algenfarmen platzieren. Die Brauerei. Ja, okay. Bauen wir die hier irgendwo hin. Daneben natürlich noch ein Hopfenfeld. Das sind jetzt lauter Peanuts. Oh, das wird, ich glaube, jetzt müssen wir dann weiter zur nächsten Insel. Das schaffen wir nicht mehr. 6 Punkte gibt es dafür da unten irgendwo. 8. Noch immerhin. Und jetzt müssten wir mit der Mauer... Ah, das glaube ich geht nicht. 8 Punkte. Oh, 11. 11. Reicht 11? 77. 11 reicht. Mit 11 Punkten kommen wir gerade nochmal auf die nächste Stufe. Taverne. Aber das ist jetzt ziemlich sicher die letzte. Selbst wenn wir die Taverne super platzieren könnten, was wir nicht können, weil alles so zugestellt ist schon. Mit der könnte man theoretisch echt Punkte verdienen. 23. Ach, der Tempel hat nichts gegen eine Taverne. Na gut, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es mit anderen Religionen aussieht, aber katholische Kirche und Saufen, das hat natürlich eine jahrtausendelange Tradition. Das stimmt. 33, nicht schlecht. 33 nehmen wir mal. Nehmen wir auch, aber wie gesagt, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, leider. Dass wir da noch eine Runde zusammenkriegen. Noch mehr Hopfen. Und das müsste jetzt schon der übelste... Entschuldigung, oh Gott. Ein Überraschungshuster. Das müsste jetzt schon der übelste Supermörderpark werden. Mit 34 Punkte für einen Park. Das will ich sehen. Naja, gut. Gehen wir ins nächste Level. Waren wir eh lang genug hier. Ich wusste nicht, dass die auch mit Felder interagieren. Man kann da im Grunde auch gute Parks mit Bäumen und Feldern machen. Aber 33 ist halt schon viel. Naja, schöne Stadt, oder? Weiter zur nächsten Insel. Los geht's. Bin gespannt. Es gibt diese komischen viereckigen mit lauter viereckigen Säulen, die hasse ich. Oh, das ist aber auch hart. Boah, haben wir wenig Fläche. Die Statue steht hier hinten. Ah, wir kriegen Wasserplateaus. Immerhin, das ist ein netter Anfang. Na gut, dann bauen wir uns hier erstmal Tetris-Style so ein bisschen Fläche zusammen. Gut. Mehr als eineinhalb Level haben die schon gebracht. Holzfäller oder Steinmetze? Ich gehe mal auf Steinmetze. Ah, das hier ist ein grünes Plateau. Hier kann man tatsächlich Sachen anbauen. Ja, machen wir mal von mir so ein Landwirtschaftsfeld. Kommt hier die Windmühle hin und dann quetschen wir hier hoffentlich die 4 Felder möglichst nah beieinander hin. Ach schade, das habe ich schlecht gebaut. Steinmetze. Naja. Stadtpack. Machen wir mal das Stadtpack. Einmal den hier. Die Farben sehen hier auf der Karte irgendwie seltsam aus, aber gut. Ein Plus. Holzfäller. Nehmen wir Holzfäller. Da hinten stehen schon sehr viele Bäume.
Vielleicht kann man da was draus machen. Na? Irgendwo hier. Ich habe gerade, glaube ich, war da nicht gerade irgendwas mit 20? Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Dann bauen wir den einfach hier hin. Und irgendwo in die Nähe das Sägewerk. Deckt das den hier noch ab? Ja, das wäre gut, wenn ich das hier platzieren dürfte. Geht aber leider nicht. Schade. Ich denke an die Zukunft, dass ich möglichst viele andere Holzfäller auch noch in den Einzugsbereich kriege. Aber ich darf es hier nirgends hinstellen. Ja, dann hilft nichts. Nicht der beste Holzfäller. Ah, dammit. Sowas nervt. Aber gut, hilft nichts. So, ich baue die Wilden wieder so ein bisschen Richtung Norden, auch wenn hier natürlich der Platz sehr viel begrenzter ist als in der letzten Insel. Schamane, ja doch, wir haben einige Blümchen. Da können wir mal einen Schaman platzieren irgendwo. 18, 21, 24, okay. 9, 3... Oh ja, warte, hier waren auch 21. Cool. Das sind gute Schamanen. Bling. Fischer. Das dürfte hier auch ganz gut sein, so ein Fischerpaket. Ach komm, ich habe das extra so gebaut, dass das hier passen müsste. Passen gemusst hätte, finde ich. Schade. Überall diese Löcher. Das gefällt mir nicht. So, Felder kriegen Bonus für andere Felder. Ah, guck, wir können wenigstens jetzt, das ist doch nett, wir können wenigstens die Fischerboote mitten in unsere Siedlung bauen durch die Löcher. Das war Absicht, von Anfang an so geplant. Ganz schön viel Villen wohnen hier auf dieser Wasserfläche. Also die Villen wohnen hier nicht, sondern die Bewohner der Villen. Brunnen! Ich baue gern Städte. Ich mag diese ganze Landwirtschaftsgeschichte eigentlich gar nicht. Ich baue am liebsten Städte. Man hat es vielleicht schon gemerkt. Ich finde, das wird immer am schönsten irgendwie. Das hat aber auch dadurch, dass man hier eher so Puzzleteile möglichst eng zusammenfügt, ist das auch eher dann so ein bisschen Puzzlespiel hier. So ein bisschen Tetris. Und ich mag Tetris. I like to play Tetris and I cannot lie. Tada! Ach, es ist so ein entspannendes Spiel, oder? Ich find's schön. Richtig Chili Pupilli. Bananarama. Rhabarber Praber. Kann ich Parks eigentlich auch auf diese Holzflächen hier bauen? Ohne... Nee, tatsächlich nicht. Oder doch? Oder wie? Hä? Wo kann ich denn Parks bauen? Nirgends. Ich kann keine Parks bauen. Parks kann man nur auf Grünflächen bauen. Macht im Grunde ein bisschen schon irgendwie Sinn, ne? Okay. Dann keine Parks. Ah, überall diese Löcher. Ich hasse diese dreieckigen Tetris-Teile, weil die nicht perfekt aufeinander passen. Hier könnte ich Parks bauen. Ach, und Parks interagieren ja sogar mit Feldern. Insofern sind das sogar recht gute Barks. Gute Barks. Bessere Barks wie so mancher Stadtbark. Gute Bark. 11, 10, 12 hier hinten. 13 sogar. Ja, okay. 13 ist erlaubt. Ist ja noch eine Willi. Ah, was? 14. Reicht fürs nächste Level. Plateau. Da passt bestimmt wieder nichts rein. Ich hasse es jetzt schon. Kann ich gleich ein Plateau hinbauen. Aber Plateaus können theoretisch, genau, ein bisschen Punkte geben, nämlich. Immerhin. Aber es wird jetzt schon so eng hier. Ja, das ist immer das in diesen Wassermaps. Ist eh klar, dass das nicht so easy ist.
Na, meinetwegen. Wurscht jetzt. So, und jetzt müssen wir noch ein paar Bergwerke hier platzieren. Ah, hat schon gereicht fürs nächste Level. Dann machen wir Turm. Turm ist gut. Turm ist gut. Turm hilft. Turm, der Meister. Können wir das schaffen? Könnt ihr euch noch an Tom Turbo erinnern? War das nicht mal eine der seltsamsten Kinderserien-Dinger überhaupt? Entsprechendes Superhelden-Fahrrad. Was haben denn die geraucht? Und wo kriege ich mehr davon? Das ist schon weird, wenn man das laut ausspricht, ne? Ich meine, bis gerade eben habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. War halt Tom Turbo. Kennt man halt. Mein Gott, hab mal als Kind geguckt. Aber entsprechendes Superhelden-Fahrrad. Mit Fahrrad-Superkräften. Das war sie ja im Grunde. Ist das nicht so ziemlich das weirdeste ever? So, ich mag diese Insel hier nicht. Wir gehen zur nächsten. Das macht mir hier keinen Spaß. Los geht's. Nächste Expedition. Also nächstes Level. Also Expedition ins unbekannte nächste Level. Wolken. Oh, ich hasse diese Maps. Ah. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, wir spielen das zu Ende. Soweit es geht, spiele ich weiter, auch wenn ich diese viereckigen Maps hier immer furchtbar hasse. Macht's gut. Bis dann. Ciao.